Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt. Guten Tag, ich begrüße Sie zum Podcast Nebenstimmen des Ensemble Modern. Ich spreche mit dem Lichtdesigner Klaus Grünberg. Mein Name ist Norbert Ommer, ich bin der Klangregisseur des Ensemble Modern. Und wir sitzen hier im Hessischen Rundfunk in einer schönen Kombüse, hätte ich fast gesagt, in einem schönen Nebenraum. Haben die ganzen Tage gearbeitet an der Installation für Earth Dances, wo Klaus Grünberg das Bühnenbild und das Lichtdesign erstellt hat. Und wir sind da auch noch mitten im Arbeitsprozess. Ja, ich habe mich gefragt, Klaus Grünberg, gibt es auch einen Schauspieler, oder? Bist du da verwandt? Gibt es auch einen. Kriege ich auch öfter Anfragen nach. Ich habe schon mal fast ein falsches Autogramm verschickt. Ja. Mit dem habe ich aber nichts. Ich habe mal überlegt, ob ich den mal anrufe, aber ja. Damit habe ich nichts zu tun. Okay. Ja. Aber also der auch ist nicht verwandtschaftlich oder? Überhaupt gar nicht. Nee, okay. Okay. Aber er ist ein sehr bekannter, taucht öfter im Fernsehen auf und ja. Ja, okay. Ja, und ich habe mich natürlich auch gefragt, wie wird man überhaupt, also wie man Sounddesigner, das kenne ich ja, aber Bühnenbild und Lichtdesign, das sind ja nochmal zwei super interessante Fachbereiche für sich alleine schon. Total. Und vor allem, wenn man die verbindet, ist, denke ich mir, ist wahrscheinlich so fast sogar optimal. Das ist ein Traumjob. Ein Traumjob, ja, genau. Absolut. Total. Aber wie wird man Bühnenbildner zunächst mal oder Lichtdesigner? Ja, und warum überhaupt? Wie kommt man denn da drauf? Ja. Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich wusste schon immer, dass ich irgendwie zum Zirkus wollte oder was immer bei uns ins Dorf da kam und wo Leute sozusagen im Verborgenen und hinterm Vorhang was ausgeheckt haben, um das dann Leuten zu zeigen. Und dann kommen Leute und dann macht man irgendwie eine Art von Vorhang auf oder Licht an und dann, das habe ich immer schon auf dem Rasen meiner Eltern und zu Hause im Kasperltheater und offenbar haben meine Eltern das irgendwie auch so positiv begleitet, dass ich dachte, läuft doch. Ja, geht doch. Der Junge ist beschäftigt. Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester. Genau. Okay, hat die mitgespielt oder hast du die schon inszeniert? Naja, die musste schon auch oft mitspielen und aber auch zugucken und so. Und das, ja, doch. Und, aber die macht was anderes. Die macht was ganz anderes. Die ist Physiotherapeutin und aber auch Osteotherapeutin für Pferde. Ah, wo sie ein unglaubliches Händchen hat für da kann man ja nicht sagen, ich massiere dich jetzt mal oder mach mal den Huf nach hinten und so. Das muss man schon mit Tricks und Karotten und viel Erfahrung machen. Ja, Bühnenbild, Lichtdesign. Also du hast quasi schon damals den Sandkasten gestaltet. Ich wollte immer irgendwie zu sowas wie Theater und dachte dann, weil die Leute, die man am Theater arbeiten sieht, sind die Schauspieler. Dann dachte ich, jetzt muss ich Schauspieler werden und habe... zum Entsetzen auch meine Eltern, die aber trotzdem, also das haben sie mich wenig merken lassen, dass das natürlich alles brotloses Zeug ist, worin man da reinschlittern könnte. Habe dann sogar so Schauspielprüfungen gemacht und bin bei der ersten blöderweise fast genommen worden, was mir so viel Mut gegeben hat, dass ich dann noch bei zwischen Hannover und Wien und überall rumgereist bin. Ja. Das wurde, glaube ich, immer schlimmer. Und irgendwann habe ich dann ein Praktikum gemacht im Thalia-Theater bei Robert Wilson, bei diesem berühmten Black Rider. Ja. Ich war aber vorher schon, habe ich was von Robert Wilson gesehen und habe gedacht, wow, das, also was immer ich da tun kann und wenn ich dann nur den Vorhang ziehen darf oder irgendwas, das ist ja unfassbar. Und so bin ich da irgendwie, bei diesem Praktikum haben die mir immer gesagt, oder eine Hospitanz, sie heißt es ja, habe ich immer gesagt, ja, aber ich muss dann nächsten Mittwoch nochmal zur Schauspielprüfung. Und dann haben die gesagt, ja, war so ein Bühnenbildassistent am Haus, der mich da betreut hat. Und er hat gesagt, ja, aber dann machst du auch deine Mappe und dann bewirbst du dich mal. Und so. Und ich dachte immer, ja, klar, zur Not kann ich das auch machen. Ohne zu wissen, dass eigentlich das, was ich die ganze Zeit zu Hause gebastelt habe, mit kleinen Lämpchen, mit einem kleinen Plattenspieler-Teller als Drehscheibe, dass das eigentlich genau das ist, was ich jetzt mache. Also wo Räume entwerfen, merkwürdiges Licht irgendwo entwerfen und kleine Abläufe organisieren, die dann Menschen ansehen müssen, dürfen. Aber das war wahrscheinlich auch super inspirierend, gleich so einen Typ wie Robert Wilson kennenzulernen, ja, total, oder? Total. Ich meine, da hast du ja gleich mit einem der ganz großen
Kontakt gehabt? Hat er dir nochmal einen Extraschub gegeben? Hat er dich inspiriert damals, ja, als du so jung warst? Ja, klar. Ja, 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 ich habe das auch erstmal alles kopiert, sozusagen. Habe zu Hause einfach auch Modelle gebaut, die auch so aussahen und sowas. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch eine gute Technik, um Sachen zu lernen. Das einfach genauso zu machen und dabei zu wissen, woraus die Wirkung besteht. Das war schon echt toll. Und auch diese absolute Hingabe eines ganzen Taliertheaters damals, die auch also unfassbar ins Risiko gegangen sind mit dieser Produktion, weil wenn das schiefgegangen wäre, dann glaube ich, wäre das also richtig schiefgegangen. Und es ging überhaupt nicht schief, es war ein Riesenhit und war ja dann der Anfang von dieser riesigen Reihe, wo nicht nur Tom Waits, sondern Lou Reed und ich glaube sogar Herbert Grönemeyer am Ende, also ganz viele Menschen haben da mit ihm musikalisch. Aber ich fand dieses mit Tom Waits einfach auch eine super Kombination zwischen diesem sehr, ja, oft kalten und sehr ästhetisierten und sehr abstrakten Werk, was Robert Wilson macht, und diesem mit viel Grain und viel Dreck und viel Reibung dieser Musik, die Tom Waits macht. Und das fand ich damals eine fantastische Mischung. Und war, glaube ich, auch so ein Hinweis drauf, oder habe ich viel gelernt, dass so ein Bild alleine ja nichts ist, so wie Musik alleine, naja, nichts ist, aber dass natürlich das Zusammenwirken von visuellem und akustischem und natürlich ganz viel mehr inhaltlichem Text, Bewegung, Bild, Choreografie, was immer, dass das zusammen natürlich umso toller ist und sich nicht nur addiert, sondern irgendwie potenziert. Ich habe das mal kennengelernt bei Wilson. Das hat mich auch total begeistert. Das war schon bei der ersten Besprechung, waren nur so ein paar Leute dabei. Da war der Komponist, der Dirigent, der Intendant. Und ja, so, und dann hat er die ganze Zeit gezeichnet. Machst du das auch? Zeichnest du auch viel vorher? Oder weil du sagst, du musstest ja auch eine Mappe abgeben damals. Also arbeitest du heute auch noch so viel mit Handzeichnung, wo du die Skizzen quasi machst? Ja, allein schon. Oder sind die nur in deinem Kopf? Ja, es ist schon viel im Kopf, es ist aber auch viel im Fernsehen oder bei Google Bildersuche oder was einem so begegnet also den ganzen Tag. Also ich mache dann auch schnell, jetzt Gott sei Dank mit diesen neuen Telefonen gibt es natürlich unglaublich tolle Möglichkeiten, alles Mögliche zu sammeln mit der Kamera. Also jetzt hier in Frankfurt habe ich schon wieder 30 Fotos gemacht von irgendwelchen grauen Wänden, weil ich denke, wow, das ist doch genau der Farbverlauf, den man machen könnte für das Stück, an dem wir gerade arbeiten. Also so wird gesammelt und ich finde aber, wenn man mit Raum arbeitet, dann muss man mit Raum arbeiten. Also muss man Modelle bauen und muss sozusagen in 3D. Das geht alles theoretisch irgendwie mit 3D-Programmen, aber das ist dann trotzdem eine Glas, also ein Black Mirror eigentlich und das ist kein Raum. Und da passieren dann auch nicht Zufälle oder zumindest nicht die Zufälle, die einem helfen, dass mal irgendwie das Modell, dass man gegen den Tisch laufe und das Modell leicht schräg rückt und ich denke, ah, schräg, noch viel besser. Oder dass da irgendwie ein Licht reinfällt, was grün ist und man denkt, ja, vielleicht liegt es doch an der Lichtfarbe. Das muss man, glaube ich, schon tun. Und was ich an Zeichnungen mache, sind wirklich so ganz, ganz kleine, also wirklich so 4x5 cm auf irgendeinem Briefumschlag, so winzige Skizzen, die dann aber eher sozusagen, weil die so klein sind, wie so eine riesige Entfernung haben, dass man so von ganz weit weg drauf guckt auf so einen Entwurf, wo das aber dann wirklich um so den ganz groben Raum, die Raumarchitektur geht. Sowas mag ich dann so mit schwarzem Kugelschreiber, so winzige kleine Krickeleien zu machen, die künstlerisch komplett. Also das ist überhaupt keine Kunst, das ist ein Werkzeug. Diese Modelle sind auch keine Kunst, das ist absolut eine Simulationstechnik. Und ich glaube ja, dass man, weil es gibt natürlich viele Leute, die haben 3D-Drucker oder lassen Modelle bauen von Assistierenden und kommen dann, so wie Erich Wonder zum Beispiel, bei dem ich studiert habe, dann in Wien. Und ich glaube aber, dass dieses Anfassen und dass dieses ständig in den Fingern die Dinge hin und her bewegen, also das Begreifen zum Beispiel, dass das wirklich irgendeine andere Verbindung zum Gehirn macht, als einfach nur auf Dinge gucken und entscheiden, gut so oder nicht. Und das erlebe ich immer. Ich bin eigentlich, glaube ich, auch ein ziemlicher Nerd. Also dieses ganze Gebastel, da sitze ich dann manchmal auch selber und denke, Klaus, niemand wird das jetzt sehen am Ende, ob du da hinten jetzt noch diese kleine Linie oder das kleine. Und trotzdem bremst mich das und ich denke, naja, lass mich das doch kurz noch machen. Weil ich irgendwie mich damit noch beschäftigen will oder weil das noch irgendwie, und ich denke auch die ganze Zeit an die Werkstätten, die das dann ja in groß bauen müssen und den technischen Direktor, der sagt, oh, Klaus, wirklich so ein teures Ding und so viel davon und die Regisseure, mit denen ich arbeite, denen ich das dann ja auch zeige und die sagen, okay, aha. Und dieses ganze Denken ist ja Teil des Modellbaus oder dieses Entwurfs.
Und das finde ich im Modell oder wenn man Dinge in der Hand hin und her bewegt und schnitzt oder zusammenklebt, ist echt ein guter Vorgang irgendwie. Aber das heißt, du warst, das war Robert Wilson und dann hast du aber erzählt, du hast in Wien studiert. Das heißt, es gibt einen Studiengang auch dafür oder warst du bei... Ja, ja. Okay. Es gibt Bühnengestaltung, Bühnenbild, wie immer man das nennt. Es gibt es in Berlin, glaube ich, sogar zweimal. In Hamburg gibt es das, in Wien, in München, in vielen Städten. Und du bist nach Wien gegangen wegen Wonder oder was war da dein ausschlaggebender... Also ganz ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, sondern habe mich beworben in Berlin, in Hamburg, weil da war ich zu Hause, da dachte ich, dann muss ich nicht so weit weg. Ja. War ja so ein schüchterner kleiner Junge. Mhm. Berlin war mir schon so ein bisschen, dass ich dachte, okay. Und Wien, das weitest Wecke, haben sie mich dann genommen. Mhm. Da stand ich erstmal heulend auf der Straße und dachte, ich weiß überhaupt nicht, wie man in einer fremden Stadt und wie findet man eine Wohnung und diese ganzen Menschen. Und das Wienerische, was glaube ich vom Hamburgischen, also weiter weg geht es im deutschsprachigen Raum, glaube ich, kaum von der Art der Menschen, die total toll ist, aber die mich echt sehr verwirrt hat damals in Wien. Mhm. Das war schon, aber Wien ist trotzdem auch eine absolute Theaterstadt oder eine absolute Kulissen- und Rollenspielstadt, das ist schon echt fantastisch. Mhm. Damals gewesen, das war in den 90ern. Ich war lange nicht mehr da. Ich glaube, da hat sich auch unglaublich viel geändert. Mhm. Und wie lange hast du dann studiert? Vier Jahre. Aber ich habe dann ziemlich früh schon, nach 2 Jahren, schon assistiert dem Erich Wonder. Mhm. Weil der merkte, ich kann irgendwie ganz gut Modell bauen und dann muss er selber noch nicht so viel. Und dann hat er mich auch... also sehr viel alleine gelassen auf diesen, also der war wirklich so, dass er sagte, so, ich habe jetzt hier so eine Skizze und kannst ja mal gucken, baue mal so ein Modell, jetzt noch nicht zu genau, dann kann ich noch ein bisschen rumschnippeln und dann kam er so am Ende wirklich nur noch 3-4 Mal, weil ich total eingeschossen war auf seinen Stil und seine, wusste, was er so gut findet und nicht. Und dann ging das ratzfatz und dann sagte er immer, super, das Modell ist gut, super, wir haben es, ja, so geht es, kannst jetzt abgeben und kannst jetzt zum Theater fahren und kannst mit denen diskutieren, was für mich fantastisch war, weil ich konnte sozusagen an Oper Frankfurt, das war meine erste Assistenz, auch wieder komplette Überforderung. Ich bin auch immer heulend von der Probe verschwunden, weil ich dachte, wie kriege ich das im Griff, dass die Technik irgendwie und die Maler und die Beleuchtung, dass die alle das machen, was Erich möchte. Und ich bin doch hier nur der kleine Klaus, der überhaupt keine Erfahrung hat. Aber dadurch lernt man natürlich umso mehr und umso schneller und gleich auf so ein Niveau von Erich Wonder, der natürlich gleich sagt, nee, also wenn... Dann mache ich gleich so. Und bin dann aber selber, habe junge Regie-Studierende getroffen durch Ruth Berghaus, durch so einen Opernregie-Workshop, Meisterkurs hieß es, die auch Bühnenbildstudierende dabei haben wollten und dann die Wonderklasse anfragten. Und habe dann Regisseure und Regisseurinnen kennengelernt, mit denen ich jetzt noch arbeite. Also Tatjana Göbertsch hat zum Beispiel, sind wir gerade in Hannover und in Zürich und in Bremen und so. Mhm. Ist eine ganz tolle künstlerische Partnerschaft entstanden. Fing aber an in der kompletten Provinz, wobei Provinz darf man glaube ich gar nicht sagen, aber nur sind halt kleine Städte und Theater mit wenig Geld. Dafür mit fantastischen Leuten wie in Frankfurt-Oder damals in den 90ern, in Halle, in Cottbus. Und das war also... Das war schon was anderes. Also als heute weiß ich nicht, ob ich, da beschwere ich mich schon über ganz andere Gästewohnungen jetzt noch. Und damals war das aber, ist das so wurscht, weil man denkt so, ja, es ist minus 15 Grad, ja, die Heizung, weiß gar nicht, ob die überhaupt läuft, aber ich darf hier morgen malen, die Maler, das, was ich denen da gegeben habe und so. Und das, das ist dann sozusagen das andere gute Training, so mit fast nichts, mit ganz tollen Leuten, die man aber natürlich auch, also kommen ja jeden Tag kommen irgendwelche neuen Bühnenbildner, die denken, sie haben jetzt die neue Theaterrevolution erfunden und sagen, ja, aber wir machen auch was ganz Tolles. Und die muss man, mit denen muss man auch irgendwie, irgendwie eine gute Verbindung finden und so. Und das ist echt eine gute Schule irgendwie so insgesamt. Aber wie hast du dann deine Stränge gefunden? Also wir haben uns ja, glaube ich, 86 kennengelernt. Auch dann über die Brücke, wahrscheinlich von Wonder, Jean Kallmann. Nee, 86 kann nicht sein. Schwarzer 96 war das, ne? 96 im Bockenheimer Depot. Ja, genau. 96. Ja. 86 kann nicht sein, ne, das stimmt. Das wäre ein bisschen früh. Aber wie hast du dann deine Stränge gefunden? Weil ich habe dich zwar auch damals als sehr sympathisch in Erinnerung und auch nicht als jemand... Meine so, Stränge? Ja, du hast ja gesagt, du hättest immer heulend dann da... Ach so, wärst du dann, also irgendwann musst du das ja abgelegt haben, sonst wäre es doch super anstrengend geworden. Ja, ich frage mich manchmal auch, wie ich mich, also jetzt, wie ich vor 20 Jahren so mir Sachen zugetraut habe. Ja. Weil ich weiß, ich habe total Schiss gehabt vor allem Möglichen. Ja.
Aber das gab dann so ein Ding, wo ich dachte, ja, aber das will ich doch und das mache ich jetzt und dann gehe ich da jetzt hin und mache und sag dem das jetzt und so. Das, und ganz viel geholfen hat auch im Théâtre Ovidie in Lausanne zu arbeiten, auf Französisch, französischsprachige Schweiz, und das auch noch in einer anderen Sprache machen zu müssen, was dann nochmal so ein, nicht Rückschlag, aber sozusagen nochmal so ein Next Level ist, wo man dann auch sagt, ich muss dem jetzt sagen, dass der Scheinwerfer einen Meter weiter links ist, weil jetzt kann er es machen, dann ist es zu spät und dann sage ich es jetzt, egal wie falsch das ist und ob das jetzt subjunktiv stimmt oder nicht und so. Aber jetzt, du hast ja das gesagt, Scheinwerfer, das hatte ich ja, das war ja die andere Frage, Lichtdesign. Du nennst dich ja Bühnenbildner und Lichtdesigner und du machst das ja jetzt auch hier bei Earth Dances. Ja. Hast ja nicht nur den Raum gestaltet, sondern du gestaltest ja auch das Licht. Ist das eine übliche Variante? Ich finde, das gehört total zusammen, weil es gibt ja, wenn du das Licht ausmachst, ist der Raum ja auch nicht da sozusagen. Stimmt, also, und der Räume ändern sich ja extrem durch Licht. Und ich vergleiche das immer mit so einem, ich entwerfe ja auch kein weißes Bühnenbild und dann kommt 2 Wochen vorher in der Oper der Farbdesigner und sagt, so, jetzt wollen wir mal gucken, ich habe mir so links rot vorgestellt und der Boden vielleicht, das gehört ja irgendwie zusammen. Und streng genommen müsste man natürlich sagen, dann gehören aber Kostüme, Requisiten und eigentlich gehört alles zusammen. Und das ist natürlich aber einfach auch nicht zu schaffen. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man verschiedene Gehirne hat, die sich da gegenseitig auch irgendwie kontrollieren, aber auch hochschaukeln und befördern. Aber ich finde sozusagen, der Raum und das Licht sind irgendwie eins. Das ist aber nicht so oft. Robert Wilson zum Beispiel macht das ja, glaube ich, auch, oder? Ja, es gibt mehrere, die das machen. Wobei man natürlich immer, Lichtdesigner, das ist ja alles, sind ja alles keine geschützten Begriffe. Jeder kann ja hingehen und sagen, ich mache jetzt Lichtdesign und das kann ja auch gerade gut sein, dass jemand nicht weiß, wie viel Watt so ein Scheinwerfer hat und ob der jetzt dies oder das. Oder das Pult nicht selbst bedienen kann. Absolut, das sowieso das nicht. Oder genau, in den seltensten Fällen. Und obwohl das ehrlich gesagt wahnsinnig Spaß macht. Aber auch da bin ich so gerne so ein Nerd. Also, nein, aber da brauchst du natürlich super professionelle Menschen. Ja. Die das auch sicher und auch professionell machen. Ja. Aber Lichtdesign, das kann man auch eigentlich auch studieren, oder? Kann man auch lernen. Ich habe es wirklich in Lausanne so ein bisschen, also erstens durch Erich Wonder gelernt, dem das auch immer wichtig war, was für ein Licht ist. Und der auch gesagt hat, es gibt doch am Flughafen diese riesen Entladungslampen, die das Flugfeld beleuchten. Können wir nicht sowas mal hier im Theater? Und hat so Zeug, so Industriezeug reinschleifen lassen ins Theater. Und da gab es zumindest schon mal die Aufmerksamkeit hin auf sowas. Und dann in Lausanne war dieser Max Black mit Heiner Goebbels und André Wilms, wo Heiner gesagt hat, ich mache jetzt eine Produktion hier mit so einem Pyrotechniker. Kannst du mal gucken, wenn du Zeit hast, kannst du mal vorbeikommen, dann kannst du mal so ein bisschen sagen, ob das so. Ja. Und ich dachte so, cool. Dann ruft er mich wahrscheinlich an. Aber nicht, wenn es da gerade hoch ist. Und dann habe ich gehört, dass er irgendwie gesagt hat, weiß gar nicht, was mit dem Klaus los ist, dem fällt gar nichts ein. Und ich war, glaube ich, gerade in Australien für eine Schwarz-auf-Weiß-Tournee und dachte so, und der Dramaturg hinterbrachte mir das und sagte, der Kleine hat gesagt, dir fällt gar nichts ein, von dir kommt ja gar nichts. Und dachte ich, ach so, von mir soll was kommen. Und habe dann in einer Nacht schnell ihm was gefaxt und irgendwelche Sachen und so. Ja. Und dann war ich irgendwie so drin, und so Teil der Sache. Und in Lausanne war das ein ganz sympathisches, unglaublich fantastisches Theater, wo man aber irgendwie viel selber anfassen konnte und Scheinwerfer selber hin und her schieben und auseinanderschrauben und experimentieren konnte, gerade in dem Stück. Und da habe ich irgendwie wahnsinnig viel gelernt durchs Anfassen und durchs Machen. Habe aber überhaupt nicht, also habe jetzt hier für Earth Dances so irgendwelche LEDs zusammengelötet. Das läuft. Wir hatten zwischendurch mal so ein elektronisches Problem, wo es fast auf der Kippe stand, ob es vielleicht doch alles durchbrennt. Stimmt, da waren Taschenlampen im Gespräch sogar. Ja, ich panisch schnell über Nacht irgendwie Taschenlampen bestellt, die man vielleicht in die Flaschenhälse noch da reinwirft, damit wenigstens irgendwas zu sehen ist. Deswegen braucht man absolut ein professionelles Team vom Licht, was wir hier Gott sei Dank haben. Aber sozusagen dieses künstlerische, von wo kommt das Licht und welche Form hat das Licht und welchen Rhythmus hat das Licht vor allem? Ich finde, Licht hat ja auch immer wahnsinnig viel mit Zeit zu tun. Wie schnell ändert sich ein Licht? Ja, das gibt immer so einen Rhythmus. Also Räume haben, finde ich, auch so eine Zeit und so einen Rhythmus, so einen Ablauf. Das ist interessant, dass du das sagst und das empfindet ja jeder auch anders. Aber wie kommst du auf deine Ideen? Manchmal gibt es ja Literaturvorlagen oder du kennst ja auch dann die Häuser, die Theater, die Hallen, wo das gespielt wird. Du hast ja gesagt, früher hast du deine Modelle gebaut, aber das sind ja alles Dinge, die erstmal geistig in deinem Kopf entstehen. Und dann bastelst du irgendwie was oder machst ein Modell. Wo kommen deine Ideen her? Ja, das weiß man nicht so genau.
Es ist natürlich auch total unterschiedlich. Ja. Wenn man jetzt eine Verdi-Oper macht, dann hat man ja schon mal unglaublich viel, was man auch gar nicht verändern kann. Da ist ja erstmal die Musikspur ist ja sozusagen festgelegt und das Libretto. Und da ist ja schon mal wahnsinnig viel drin. Und da ist übrigens dann auch immer wahnsinnig viel Aufführungstradition mit drin. Wollte ich gerade sagen, da gibt es aber auch wahnsinnig viele Vorgaben. Tausende Bilder, die man schon im Kopf hat. Ja, genau. Oder genau. Schon gesehen hat. Und gerade bei so alten Verdi-Opern, da weiß ja jeder, wie es am besten war. Das habe ich doch damals und so muss es sein. Und auch ich habe auch Musiker schon mal ernsthaft diskutieren hören, ob jetzt dieses hohe C, was eigentlich gar nicht komponiert ist, aber was immer so toll ist, weil der Tenor kann es, ob das nicht durch so viel Aufführungstradition doch zum Stück dazugehört inzwischen. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, ja. Und da hat man natürlich schon ganz viel. Und dann versucht man aber immer zum Kern zu gucken und vorzustoßen und das so freizulegen, worum es da wirklich geht und ob vielleicht in der Musik was Widersprüchliches erzählt wird zum Libretto. Das ist nämlich echt gerade bei Verdi zum Beispiel oft der Fall, wo man denkt, wieso hat eigentlich das Liebespaar überhaupt kein Liebesduett? Sondern vielleicht der Mörder mit dem Vater hat ein Liebesduett-artiges Duett. Und da kann man wirklich gerade mit Tatjana Göbertscher zum Beispiel, aber auch mit Barry Kosky, mit dem ich ganz viel arbeite, kann man da echt tolle Sachen entdecken und klebt da so gar nicht mehr an so Aufführungstraditionen. Aber natürlich gibt es ganz viel Vorgaben der Musik und des Gesangs und der Akustik und sowas. Das ist, wenn die Musikspur da ist, aber du hast ja auch zum Beispiel Heiner Goebbels genannt, da hast du ja manchmal noch keine Musikspur. Also da gibt es ja dann Fragmente, die du vielleicht hörst, Texte, die als Vorlage gelten. Wie gehst du dann vor? Gestaltet man dann gemeinsam auch mit dem, in dem Fall Regisseur und Komponisten, Bilder, über die man dann spricht oder Räume oder Das war ja immer das Tolle bei den Produktionen mit Heiner, dass wir da im Prinzip uns irgendwie vertraut haben und wie so eine riesige Jam-Session gemacht haben und die Theater sich auch darauf eingelassen haben, zu sagen, die kommen jetzt erstmal, die wissen noch gar nicht, was es ist, die wissen ungefähr, der und der spielt mit und das, aber viel mehr weiß man eigentlich gar nicht. Und dann schiebt jeder mal so Material auf die Tanzfläche, einer Texte und einer Musik und einer Licht und einer Kostüme und einer irgendwelche Elemente. Und dann haben wir wirklich so 3, 4, 5 Tage eine riesen Jam-Session gemacht. Auch kaum diskutierend, sondern immer nur, jetzt macht er das, dann könnte ich jetzt langsam dunkler werden oder so. Oder der Stuhl quietscht, hatten wir mal bei Mix Black. Und dann hat der Willy Bob, der Toningenieur, der Sounddesigner hat das irgendwie verstärkt und verhallt und so durch den Raum fliegen lassen. Und dann fand der Dramaturg einen Text über Vogelgezwitscher, weil das, und dann habe ich noch ein Licht gemacht, und dann haben wir einen ausgestopften Vogel zufällig da gehabt. Und dann gibt es auf einmal, wenn man so viel Material anhäuft, so viel Querverbindungen, dass man immer denkt, das kann doch jetzt kein Zufall sein. Wir haben doch den Vogel, das haben wir doch gar nicht gewusst, dass mal Vogelgezwitscher aus Stuhl quietschen und so. Und da entsteht dann das Stück. Das schreibt ja keiner, sondern das entsteht sozusagen aus dem Material und aus unseren Konstellationen, die wir da so machen. Und das habe ich total geliebt. Und da sind, finde ich, auch die schönsten Sachen draus entstanden. Hast du dann deine eigene Toolbox, die du dabei hast? Oder hast du deine eigene Werkstatt zu Hause, wo du Sachen vorbereitest? Ja, ich habe, eins der Zimmer ist Atelier. Mit allen Vor- und Nachteilen, dass man natürlich auch nachts um 2 noch denkt, nur mal kurz nochmal. Nur mal kurz Licht anmachen, Nur kurz angucken. Andererseits, also wenn jemand eine 120 Quadratmeter Fabriketage in Berlin gerade frei hat und überhaupt nicht weiß, also ich kann schon, ich glaube, ich habe einen unendlichen Platzbedarf. Ich glaube, ich könnte auch in großen Hallen auch leben. Mir ist das immer alles zu eng oder zu klein. Und das wäre schon schön. Aber ich habe sozusagen auch einen riesen Fundus von lauter so Krempel zu Hause. Werkzeug und Krempel und kleinen Stühlchen und Farben und Blödsinn und so. Und daraus kann man dann auch mal so schnell was reinhalten und sagen, ja, sowas vielleicht. Und dann wird es aber minutiös gebaut natürlich. Ja, das ist ja dann keine freie Kunst, wo man dann aus irgendwelchen Schnipseln was zusammen, sondern es wird dann schon, hat dann schon eine Idee und sagt, genau das müssen wir jetzt aber so präzise Modell bauen, dass wir den Werkstätten auch sagen können, genau so soll das auch sein. Dieser Winkel, diese Dicke, diese Farbe und so. Ja, cool. Aber das ist ja dann echt, wie du schon eben sagtest, ja auch ein Stück weit dein Lebenstraum weiter. Also du hattest ja schon als Kind
warst du da am so und jetzt hast du im Prinzip diese Werkstatt, das ist ja dein Zuhause. Ja, Gott sei Dank bin ich kein Schauspieler, weil ich, also das kann auch echt schwierig sein und ich bin froh, nicht so, dass ich nicht selber das Material bin, was dann kritisiert wird oder was dann Teil der Diskussion ist, sondern dann kann man sagen, das Bühnenbild ist ja, so viele Kritiken sagen immer jetzt, das ist so hässlich, das von dem Grünberg, das muss er doch aber gewusst haben, das hat er also absichtlich gemacht. Und ich denke immer, also mich trifft das inzwischen nicht mehr, weil ich denke, ja. Aber kann was man ist hässlich allein schon? Und eben, was ist das überhaupt für eine Kategorie? Ja, hässlich und schön, also darum geht es ja gar nicht. Und ich finde das aber auch gar nicht hässlich, sondern. Also aber das ist doch eine, also wer beurteilt, das ist doch für jeden anders. Ja, ja. Also das, ja. Sowieso finde ich, Theaterkritiken ist ja jetzt auch gerade großes Thema. Genau. Aber ich finde, dass Theaterkritiken, das Letzte, was ich von Theaterkritiken bräuchte, ist, dass die sagen, dass es gut oder schlecht ist. Ja. Oder das ist das Allerletzte, dass jetzt was ich bräuchte oder was die Leute, finde ich, erfahren müssen, dass jetzt ein Mensch, der auch zufällig Journalist geworden ist und jetzt zufällig im Feuilleton und jetzt zufällig in diese Aufnahme geht, dass der das jetzt gut oder nicht gut findet, finde ich völlig unerheblich. Die können doch, man kann doch das alles beobachten und beschreiben und einordnen und vergleichen und dann kann man doch selber sagen, das interessiert mich oder nicht. Oder, aber das ist auch, glaube ich, so eine große Sparmaßnahme, dass auch da wieder, also früher gab es doch in der Zeit riesen seitenlange Artikel über eine Inszenierung. Heute gibt es so 2-3 Spalten, wo möglichst schnell dann so auf die Sternchenvergabe gekommen werden muss. Das ist so ein bisschen schade, aber ich glaube, er hat auch nicht mehr die Wichtigkeit. Ich glaube, über Mundpropaganda oder über Social Media oder was auch immer verbreitet sich dann viel mehr so eine Meinung oder so eine der Ruf einer Inszenierung. Ja, das ist doch eine interessante, vor allen Dingen, das ist doch auch, das wäre ja auch eigentlich das Transportmedium für, wenn man Räume, Licht erfahren will. In der Zeitung hattest du ein Schwarz-Weiß-Bild, was dann irgendwie geprintet, da hat man ja nicht viel darauf erkannt, wenn überhaupt eins dabei war. Aber Social Media würde ja jetzt tatsächlich die Möglichkeit bieten, ganz andere Bilder zu zeigen. Wobei ich finde, Leute zu interessieren für das Bühnenbild. Na klar, das kann man abbilden, aber ich finde es eigentlich auch spannend, dass jemand versucht, mit Text darüber zu schreiben, aber natürlich nicht, ich fand das irgendwie hässlich oder es hat sich nicht eingelöst oder so Sachen oder auch war ganz toll. Da denke ich, ja, schön, aber was, wofür braucht man diesen Artikel dann? Ja, sag mal, du erzählst immer, du arbeitest mit Modellen. Ich habe mich immer gefragt, gibt es denn eigentlich auch Leute dann, die komplett nur am Computer arbeiten? Also beim Lichtdesign kenne ich das. Das habe ich schon mal gesehen. Das kann man ja komplett vorprogrammieren und dann nur noch da. Ja. Und beim Bühnenbild machen, ist das eine Generationsfrage auch? Dass das gut ist, es natürlich. Nee, ich glaube, es ist eher eine, ich meine, ich bin in einer ziemlich luxuriösen Position, an tollen Theatern zu arbeiten, auch mit Gagen, von denen man leben kann und ehrlich gesagt auch gut leben kann. Aber das ist natürlich die absolute Ausnahme. Also die meisten Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner verdienen unter Existenzminimum und so ein Modell kostet Geld und so ein Atelier kostet Geld und allein die Gagen sind dann so niedrig, dass du viele Stücke machen musst im Jahr. Und was ich an großen Kartons rumschleppe durch die Bahnen Europas, das schafft man einfach dann gar nicht mehr. Und dann macht man natürlich schnell einen 3D-Scan da Simulation auf dem Computer und fährt mit dem Laptop rum und sagt, hier, guck mal, so stelle ich mir das vor, ich muss jetzt aber gleich weiter nach Kassel. Genau. Und dann muss ich noch schnell nach Bremen und dann muss ich noch. Das schafft man einfach gar nicht, die ganzen Modelle zu organisieren und so. Und das ist total schade, weil ich, also wenn ich Studierende hätte, würde ich sagen, ihr schmeißt euren Computer jetzt mal raus. Ja, genau, der wird eingeschlossen. Computerverbot jetzt. Ja. Genau. Aber trotzdem bin ich natürlich irgendwie, also ich glaube inzwischen 90% der Zeit am Computer. Am Computer auch, ne? Also organisieren, aber auch technische Zeichnungen machen und Bildrecherche und natürlich mit Photoshop das alles nochmal ausprobieren, ob es in der Farbe nicht auch ginge oder mit dem Muster drüber und so. Das ist natürlich trotzdem ein wahnsinniges Hilfswerkzeug. Wir beide arbeiten jetzt hier beim HR, da haben wir eingangs drüber gesprochen, an einem Stück von Bird Whistle, Earth Dances von 1986. Und da ist ja an uns herangetreten worden, die Idee der Installation, der Begriff Installation. Ja. Hat mir der Pförtner schon gesagt, was installieren Sie, machen Sie mal? Genau. Er hat gedacht, ich komme hier mit dem Schraubenschlüssel. Was ich total gut finde, dass ich hier mal als Installateur
durch den Hessischen Rundfunk laufen. Und was waren, was war eigentlich der Anfangspunkt? Haben wir einen Raum gewusst schon damals? Hast du schon den Raum gekannt? Wie war das denn jetzt nochmal und wie sind dann deine Ideen entstanden? Nein, ich wusste, dass du dieses Soundsystem ausprobierst, als einer der ersten, dass der Ton im Raum fliegt und sich dreht und bewegt und man mittendrin steht. Und fand das total super. Und dann hat man gesagt, es muss aber irgendwie, wir zeigen dir jetzt mal das TV-Studio. Und da war ich zufällig gerade in Frankfurt und habe gesagt, ja, da komme ich jetzt vorbei. Ich habe noch nie ein Fernsehstudio von Ihnen gesehen, glaube ich. Oder also nicht so, dass ich das anfassen durfte. Und kam mir rein und dachte, ach du Schreck. Weil natürlich ein Fernsehstudio erstmal ein Raum ist, der alles dafür tut, kein Raum zu sein. Weil er natürlich Bilder und Räume dann erstmal hervorbringen kann und nur technisch ist. Und das auch erstmal so nicht so charmant aussieht. Und dann habe ich lange gehadert, ob ich das dann überhaupt machen möchte in diesem Raum. Und habe immer genervt, gibt es nicht andere Räume? Und so, das ist natürlich schwierig, weil man braucht ja die Nähe auch zu dem Live-Aufführungsort. Und dann haben wir aber schon was, dann habe ich gedacht, diese wahnsinnig vielen Scheinwerfer, die hier oben rumhängen, die Gott sei Dank noch nicht aussortiert sind, weil ich glaube, jedes moderne, also von heute installierte Fernsehstudio würde diese ganzen Scheinwerfer, die wir da jetzt benutzen, ich glaube 126 Stück, die so zu einer gesamten kleinen glimmenden Lichtdecke runtergefahren sind, die glaube ich, würde man lange entsorgt haben, also auch aus Energiespargründen und so, das ist auch schon alles sehr viel Arbeit, dass die ordentlich laufen für die Kollegen hier. Und da habe ich gedacht, okay, das könnte so ein Anfang sein. Und dann hat es einen glänzenden Boden, der auch auf einmal so eine Tiefe gibt. Und dann bin ich erstmal nach Hause gefahren und habe gedacht, ja gut, aber das kann es jetzt auch nicht sein. Also das ist schön, aber dafür muss man mich vielleicht auch nicht engagieren, dass man jetzt die Scheinwerfer da auf eine Höhe alle fährt. Und dann habe ich halt die Musik gehört. Und ich glaube, das ist immer das. Man muss sich mit dem Material beschäftigen und mit dem Inhalt und habe das auch jetzt gerade nochmal gehört, weil ich ja jetzt nochmal das Licht nochmal ganz konkret organisieren muss. Und war erstmal total begeistert, dass das so eine Wucht hat und so eine Kraft hat und dass da so große Blöcke wie so Gesteinsschichten und Erdschichten aufeinander krachen oder so eine Lavasuppe, so eine Ursuppe da so brodelt und das nie Pause hat und eine Wahnsinnskraft hat und eine Wahnsinnsenergie und fast schon ein bisschen, ich suche jetzt immer so die Punkte, wo ist denn das, wo man mal das Licht kälter machen könnte oder so. Und dann denke ich, hier, da könnte ich anfangen. Nee, doch wieder nicht. Jetzt hat er doch wieder. Schon weiter. Da kommt schon wieder der nächste Rhythmus. Und jetzt kommen mal die Geigen und machen so Flächen. Jetzt wird es mal, nein, da kommt dann wieder sowas. Ja. Das ist schon unglaublich energievoll. Und habe gedacht, das ist ja eigentlich immer der Trick, dass man sagt, dass man das nicht auch noch illustriert. Also wenn einer schon, also die Musik schon darüber redet, wie wahnsinnig energievoll es ist, dann hilft ja nichts, dass daneben jemand nämlich vom Licht steht und sagt, ja, nämlich, das sag ich auch. Und dann kommt noch das Bild und dann kommt noch der Text und dann kommt noch die Choreografie und alle sagen, wow. Dann fühlt man sich irgendwie für blöd verkauft, wenn man denkt, das habe ich ehrlich gesagt schon bei der Musik verstanden, dass das hier alles um Naturgewalten geht. Und dachte, es muss irgendwie um Erdschichten gehen, aber es muss ganz, ganz klein sein. Es muss so im Mikrokosmos sein. Und habe gedacht, irgendwie hat es auch mit Weltraum zu tun. Und dieser Raum durch diesen glänzenden Boden hat ja auch so eine Unendlichkeit. Nach oben sieht man kein Ende des Raums, nach unten nicht. Und das schwebt alles so ein bisschen. Und habe dann gedacht, ich muss irgendwie so kleine Ausschnitte von Welt, wie so Bohrkern, wie so Proben, die man so aussticht aus so Erdschichten. Und dann liebe ich einfach dieses kleine, gefurzelte Modellbau, dass man sagt, man kann winzige kleine Welten da, Spuren von menschlichem Leben da so reinbauen. Und habe dann mal so ein Muster gebaut und dachte, oh ja, viel Arbeit, aber vielleicht 9 Stück von den Flaschen. Und habe jetzt, ich habe noch nie für irgendwas so viel Arbeit da reingesteckt und so viel Zeit da reingesteckt. Weil ich da aber auch, glaube ich, so ein Nerd bin und denke, nee, komm, wenn schon, dann mache ich das jetzt aber auch wirklich, also Und du testest ja dann auch irgendwie Material, ne? Also allein wie du erzählt hast, wie du die Flaschen herstellst, ich weiß nicht, ob wir das hier sagen dürfen. Wollen wir es nicht sagen? Wir das nicht. Okay. Aber fand das super spannend, dass du dich ja konkret auch immer mit Material und einfach mit technischen Dingen auseinandersetzen musst. Ja, wie kann das denn, wie kriege ich das da rein, wie kann das funktionieren? Das hat mich total begeistert und bin jetzt natürlich gespannt, wie das dann später auch in dem Licht aussieht. Gibt es sonst noch was du vielleicht
Studenten, jungen Leuten, die das machen wollen, mit auf den Weg geben könntest? Ich meine, du hast ja eine super Karriere hingelegt. Du hast natürlich das Glück gehabt, die richtigen Leute kennenzulernen. Zum richtigen Augenblick habe ich den Eindruck gehabt. Das ist absolut. Aber du bist auch super dran geblieben. Und das vor allen Dingen, du bist nicht weggelaufen. Du hast keine Angst bekommen, obwohl dich das schon alles eingeschüchtert hat, auch am Anfang. Und heute bist du ja auch noch jemand, der immer am Arbeiten ist, selbst bei so einem Projekt, was jetzt kein großer Staatsoper-Bühnenbild, aber selbst da ist der unheimlich viel Energie. Aber jetzt habe ich so viel erzählt, also was kann man schlecht runterbrechen, ne? Was man jungen Leuten mit auf den Weg geben kann. Ich bin froh, dass ich in den 90er Jahren studiert habe, weil ich glaube, heute ist das nicht so einfach mit diesen ganzen Krisen und diesen ganzen Überlegungen, was brauchen wir als Gesellschaft überhaupt, da irgendwie Fuß zu fassen. Und ich finde, es wird auch immer schwerer, weil natürlich die Überspülung von Inhalt und von Bildern und von Texten, die jetzt so, die immer mehr wird. Mhm. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, weil ich meine, ich kann jedes Bild sofort sogar durch künstliche Intelligenz herstellen lassen. Also sogar in die Richtung geht es. Also man kann es nicht nur finden, man kann es sogar irgendwo rein. Man kann sagen, mal jetzt ein Bild davon oder mach mal eine Fotomontage davon. Mhm. Es gibt so, es ist so noch mehr alles möglich, als ja sowieso schon alles möglich ist. Und dann gibt es aber, glaube ich, so ein, also ich finde, man merkt manchmal bei Leuten, dass die irgendein Bedürfnis haben, dass irgendwas raus muss, dass sie was gestalten wollen, dass sie was entscheiden wollen, dass sie mitreden wollen an irgendwas. Also wenn man, und da denke ich manchmal, da geht es auch echt über, das darf man jetzt den Menschen, mit denen man Verträge verhandelt, nicht sagen, aber manchmal ist mir auch echt wurscht, ob die Gage noch reicht für die viele Arbeit, die ich da mache. Das muss man dann einfach machen. Gibt doch bei Shakespeare im Sommernachtstraum den einen, der sagt, lasst mich auch den Löwen spielen. Und das ist immer so ein Lacher, weil er sagen, oh, der Idiot, der will echt alles machen und alle. Aber das ist, glaube ich, gemeint ist eher, dass man sagt, ah, da habe ich auch eine Idee zu. Ja. Weil der Löwe, der muss doch so sein, lass uns das doch mal machen. Ja. Und so, dass man einfach zu allem irgendwie eine Meinung, eine Idee hat und sagt, so wäre es doch toll. Und dann trotzdem irgendwie die Fähigkeit hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, weil klar, so Flaschen kann man jetzt zur Not auch mal alleine hinhängen, aber eigentlich ist das ja immer eine kollektive Kunst und das ist ja auch irgendwie das Tolle daran, dass einer irgendwie so ein Soundsystem und so einen Klang durch den Raum schießen lassen kann, weil sonst wären die Flaschen irgendwie nicht mal halb so gut und hoffentlich umgekehrt auch, dass das irgendwie, wenn es zusammenspielt, nicht einfach das Doppelte ist, sondern das Vielfache. Ja, wir können gespannt sein. Also ich bin mal sehr gespannt. Ja. Wir gehen ja gleich wieder rüber. Wir beide arbeiten weiter dran. Und das finde ich, du hast das schön beschrieben, diesen Entstehungsprozess und dann aber auch zu sehen, was daraus entsteht und Teil davon auch zu sein. Du bist aber sozusagen bei jeder Show noch am, das finde ich ja so faszinierend, das habe ich ja nie. Ich bin ja, wenn die Premiere läuft schon, dann bin ich ja eigentlich raus. Dann darf ich mich am Ende noch verbeugen vielleicht, aber das ist sozusagen, ich gebe das alles ab. Ja, das ist bei in meinem Job ist das nicht unbedingt so. Es gibt das in Amerika vielleicht bei Musicals oder sowas, wo dann der Sounddesigner das irgendwann abgibt. Aber selbst da hätte ich tatsächlich, also König der Löwen oder irgendwie sowas, ich glaube, da hätte ich persönlich dann auch, fände ich dann auch gut. Aber bei den Sachen, die ich mache, da bin ich tatsächlich dann auch immer auch selber anwesend. Und lege dann auch noch immer selber Hand an bei den Konzerten, weil das ein Teil der Aufführungspraxis ist. Also das ist ja so, wie ein Dirigent dabei ist, wie ein Musiker dabei ist. Du veränderst ja dann auch immer, du machst ja da irgendwie noch immer irgendwie rum, auch während der Aufführung. Ja. Und da bist du Teil von, sonst ist es eine andere Aufführung. Das ist ja auch die Qualität, glaube ich, oder? Dass das dann wirklich in dem Moment immer neu, selbst wenn es kaum hörbare Unterschiede sind, es ist jedes Mal sozusagen genau so zu entscheiden. Das ist ja auch das Schöne daran. Ja. Es hat auch noch diesen, es hat aber auch nur diesen Moment, weil der ist nicht wiederholbar. Ja, genau. Und das liebe ich eigentlich an der Arbeit. Ich habe damals gedacht, als ich noch jünger war, wollte ich auch andere Sachen machen und habe dann bei großen Rockbands im Studio, wo ich Praktikant war, festgestellt, ob das waren die Scorpions, habe dann festgestellt, das ist nicht meine Welt und dann wird dann immer wieder dasselbe wiederholt und so. Also das, gerade dieses Live-Arbeiten, das finde ich das etwas, was super spannend ist.
Ja, mir fehlt das natürlich total, weil ich auch gerne nochmal, ich könnte bei jeder Premiere, würde ich denken, hast du noch 3% mehr heller und noch ein bisschen kühler das Licht und noch ein bisschen länger die Zeit und so. Andererseits finde ich aber auch total gut, dass ich was programmieren kann oder programmieren lassen kann von einem Operator und dann und das sozusagen weggebe von mir, dass ich sozusagen nicht weiß, ich mache das ja jetzt schneller, langsamer, heller, dunkler, sondern dass ich sozusagen zurücktreten kann und dass ich das dann mir entgegentritt, wie als hätte ich das, als wüsste ich es, als sei ich, käme ich von außen drauf. Ja. Das hilft mir manchmal auch. Ja. Wobei, das wäre jetzt schon ein Stück, das könnte man jetzt auch abgeben, was wir jetzt dann hier machen. Das hat, das war das große, das ist ja immer die Frage, was ist davon automatisiert und was ist geschrieben. Ja. So, und bei meiner Arbeit ist es ja so, dass es eher noch etwas, also Klangregie, da kommen ja immer verschiedene Dinge zusammen. Und das heißt, das ist auch immer ein Live-Prozess. Das ist schon mal in der Regel schwer, Leute zu finden, die das alles machen können als eine Person. Und da müsstest du schon aufteilen. Also von da ist das immer ein Teil der Aufführungspraxis, der Klangregisseur. Und deswegen gehört er auch zu der Aufführung dazu. Ja, und wenn du das aufbrichst im Theater, wäre es natürlich dann anders. Da hast du eine Tonabteilung, dann schichtest du das auf mehrere Leute auf. Das ist wieder ein anderer Prozess dann. Aber würdest du sagen, dass du Musiker bist? In der Funktion sozusagen, wie du da sitzt? Ja, du bist natürlich auch ein Teil, du bist zum Teil auch Musiker, ja. Ja, ne? Das ist, ja. Also sagen wir Musiker natürlich sowieso, aber Instrumentalist oder wie würde man das nennen? Instrumentalist, ja. Vor allem wenn das gerade für Dirigenten manchmal schwierig ist, weil die müssen natürlich auch ein Stück weit unter Umständen der Verantwortung abgeben, wenn ein Klangregisseur im Saal sitzt, aber umso mehr ist das genau das, was du gesagt hast. Es ist schön, wenn du denen auch den Eindruck gibst, du bist ein Teil der Band, ein Teil des Orchesters, du bist genauso Musiker und er bleibt der Chef. Ja. So, das hat ja auch einen Grund, warum die das machen. Ja. Und dazu gehört auch denen auch ein Gefühl zu geben, dass sie gut aufgehoben sind und dass du nichts machst, was dem entgegenspricht. Ja. Ich habe das selbst bei großen Apparaturen wie großen Festivals oder Experimenten, wo du sehr weit weg sitzt, gibt es kleine Mikrofone in der Regel beim Dirigenten, wo ich hören kann, wie der mit dem Orchester arbeitet. Um dann zu sehen, okay, was macht der? Aber um sehen zu können, okay, wo läuft da gerade was schief oder in welche Richtung. Aber vor allen Dingen für mich ist, bin ja Teil des Projektes und es ist wichtig, diese künstlerische Arbeit zu erfahren, was er mit dem Orchester, also wenn wir beim Orchesterklang sind, was mit dem Orchester erarbeitet wird, und dann, das kannst du ja nur unterstützen oder das kannst du übermitteln oder du kannst versuchen, das gleiche Bild zu zeichnen, aber auf keinen Fall das Gegenteil machen. Also da darf auf keinen Fall so eine Ego-Geschichte passieren, dass du denkst, als Aufnahmeleiter, Tonmeister, Klangregisseur müsstest du da jetzt, du kannst natürlich Ideen einbringen. Das gleiche gilt für Komponisten, also das ist für uns aus so einem modernen, da habe ich das eigentlich sehr schön gelernt und habe das damals aber auch schon bei Stockhausen miterlebt. Also dass man denen wirklich folgt, die Musik komponiert haben und dann überlegt, okay, wie wollte er, was meint er jetzt damit, wenn er mir das so sagt, wie soll das jetzt klingen? Ja. Auch wenn das technisch manchmal vielleicht würde denken, eigentlich jetzt komisch so, aber dann gibt es immer einen Grund dafür und das bekommt man dann raus und da kann man in der Regel viel von lernen, weil es ist deren Sprache, das ist die Sprache dieses Komponisten. Und verschiedener Komponisten, das heißt, das ist eine riesen Bibliothek von Wissen von verschiedenen, von Stockhausen bis Goebbels, von hier bis da. Ja, und das gibt ja noch einen großen Bereich von Jazzmusik, die ich aufgeführt habe. Ja. Und da hast du jetzt gerade zum Beispiel einen Komponisten wie den Heiner genannt, das ist natürlich dann wunderbar, weil du hast Erfahrung in so vielen Genres, wo du dann Sachen viel einfacher übermitteln kannst, weil du weißt, wie bestimmte Instrumente in einem anderen Kontext klingen und was der Komponist dann vielleicht damit erreichen möchte. Ja, ja, super. Es waren immer immer ein großes, gutes Beispiel sozusagen, weil ich immer in anderen Produktionen dachte, ja gut, also man weiß schon, warum Norbert da. Ja, und das Schöne ist jetzt vor allen Dingen, dass, weil ich dich auch eben gefragt habe, hast du Studenten, die zu dir kommen durch die Internationale aus der Modern Akademie. Ja. Lukas ist ja auch einer der Stipendiaten. Felix ist jetzt hier, es arbeiten zwei Stipendiaten auch beim HR. Mhm. Die siehst du hier rumlaufen. Also das gibt mittlerweile ein Riesennetz auch an Stipendiaten.
Stipendiaten, die mal bei uns waren. Ah, sehr gut, ja. Und in diesem ganzen Bereich unterwegs sind. Und das ist irgendwie auch cool zu sehen, weil die entwickeln sich wieder anders und da macht doch jeder was anderes. Ja. Und trotzdem macht man weiter seine Sachen. Und das hier finde ich jetzt halt persönlich super, super interessant, weil das ein Format ist, was du auf große Räume übersetzen könntest. Was, glaube ich, Menschen, das ist ja die Idee dabei. Wir wollten ja eigentlich schaffen Installation und dann hatten wir ja auch die Idee, wir wollten ein begehbares Orchester haben. Mhm. Weil klar kannst du eine Installation machen mit 20, 30, 100 kleinen Lautsprechern, mhm. wo irgendwie was rausplätschert an irgendeiner Ecke. Mhm. Aber das hat mich nicht interessiert. Mich hat immer Klang interessiert, so wie du das eben beschrieben hast auch. Mhm. Und meine Idee war da halt, was kann der Zuhörer sonst nie hören? Der Zuhörer ist ja eigentlich immer im Konzertsaal. Ja. Ich weiß aber, wie das ist, wenn du bei den Berliner Philharmonikern mal über die Bühne gehst, wenn die proben oder beim Ensemble Modern Orchester oder bei wem auch immer oder wenn du bei den Percussionisten hinten stehst, wenn wenn da 6, 7 Percussionisten am Spielen sind oder wenn du mal neben Peter Erskins hinter denen gesetzt hast, wenn da der Schlagzeug am Spielen ist, in der Big Band Formation. Oder. Und das sind ja, da hast du an jedem Punkt einen anderen Klang. Hm. Und das ist zum Teil sehr, sehr interessant. Und das kann der normale Zuhörer, kann das nicht, weil unsere Aufführungspraxis erlaubt das nicht. Es gibt zwar schon Konzerte, wo du mal, das haben wir auch beim WDR gemacht, wo du dann natürlich auch um das Orchester drumherum gehen kannst. Aber das ist dann auch ja nur so wie Goldfisch im Dings. Also du bleibst ja nur von so. Und hier, und das ist ja ganz besonders durch den elektronischen Aufbau, hast du die Möglichkeit, wirklich im Orchester drin zu sein. Ja. So, und dann, das wird natürlich jetzt noch ein bisschen übersetzt durch verschiedene Großbilder, die wir zeigen. Hm. Also, dass sich der ganze Apparat dreht. Hm. Das ist auch etwas, was du in der Praxis so nie, also du kannst ja nicht die Konzertsaal drehen und du stehst selber mittendrin. Ja, das ist schon so fantastisch. Das ist unmöglich. Gerade zum ersten Mal gehört, wie allein mitten im Orchester die eine Flöte da sich verselbstständigt und einfach mal oben im Kreis fliegt und wieder zurück. Ja. Und das ist, und da dachte ich, wie toll ist das, dass du hier eigentlich ein neues Stück sogar daraus schreiben kannst. Oder zumindest eine neue Fassung. Eine Interpretation würde ich es nennen. Eine Interpretation der Installation. Es wird sehr interessant sein, wie die Musiker, wie der Dirigent darauf reagiert. Aber es ist genauso wie mit dem Bühnenbild. Ich meine, man darf sich jetzt nicht daran festhalten, das ist die musikalische Interpretation, sondern es ist ja eine Installation. Ja, ein begehbarer Orchesterraum. So. Und dazu, dadurch, dass sich dieses Orchester auch nochmal viermal dreht, wie die Planeten, und am Ende wieder da landet, wo es gestartet ist, passieren noch kleine Dinge in dem Orchester. Ja. Wo wir aber auch Dinge auflösen, wo wir auf Dinge hinweisen dadurch, dass sie sich bewegen. Das heißt, du hast dir selber die Möglichkeit, dich zu bewegen in diesem Raum, aber der Raum bewegt sich auch, ohne dass du dich bewegst. Ja, genau. Deswegen hatten wir beide ja auch die Idee, wir stellen einfach vielleicht auch, wir halten ein paar Stühle bereit, weil erstens das Stück ja fast 40 Minuten lang ist. Und das ist ja auch interessant. Deswegen war ja auch immer die Idee, was mit Bühnendesign und mit dem Licht zusammen zu machen. Wenn du die Augen schließt oder wenn du nicht mehr diese ganzen visuellen Informationen bekommst, hörst du ja auch ganz anders. Und du wirst auch merken, du wirst so einfache Dinge wieder merken, wie von hinten höre ich anders als von vorne und von der Seite. Ja. Was ist, wenn ich mich drehe, wenn ich diesen Raum begehe? Also ich fand das jetzt eine super spannende Arbeit bisher und das ist aufgegangen. Ich bin super gespannt, wie die Leute das aufnehmen werden. Aber was ich eingangs sagte, ich denke, ich habe immer das Ding, würde das gerne übersetzen auf ein großes Format, riesen leere Fabrikhalle. Na klar. Am besten auch unbedingt. Mit offenen Fenstern irgendwo in Palermo oder so oder in der Wüste, wo eigentlich draußen nur Wüste ist, weil da ist nämlich dann auch Stille. Ja. Gut, da müsste man jetzt überlegen, wo Strom. Kommt der Strom her? Ja. Gut, hätte ich auch. Ich hätte eine Idee, aber das verraten wir jetzt hier nicht in diesem Podcast. Das ist die Energiekrise gerade gelöst, oder? Genau. Ja, klar. Nein, das natürlich nicht. So. Ja. Und so Bilder habe ich dann auch. Und dann denke ich mir, vielleicht ist das in der Wüste natürlich nicht, aber weißt du, es wäre auch ein interessantes Format, Menschen anders Konzerte auch noch nahe zu bringen. In einer anderen Visualität, in einem anderen Raum. Andere Landschaften, Hörlandschaften zu schaffen. Ja. So kannst du es ja auch nennen. Und ich liebe immer, wenn man so bei sich ist und nicht so eingequetscht ist zwischen anderen Menschen und die alle gucken, wie man guckt und hören, wie man hört, sondern dass man so selber auch sich entweder nur in die Ecke stellt oder nur in die Mitte, wo der Klang natürlich am besten ist, oder rumläuft oder auch mal rausgeht und wieder reinkommt. Das ist schon echt eine gute Haltung, um
Kunst überhaupt, glaube ich. Also dieses ewige von einem Bild zum anderen im Museum zu latschen, ist, glaube ich, das Blödeste, was man so macht dann. Mm. Und ich finde auch dieses, dass du den Klang so drehst oder auch mal nur einen Teil davon, eine Flöte zum Beispiel oder eine Instrumentengruppe, das ist wie so ein Sezieren eigentlich, ist auch wie so ein Forschungs-, wie so ein Bohrkern irgendwo rein und Schichten freilegen. Und also ich meine, manchmal hört man ja gar nicht, dass da die Flöte einen ganz bestimmten Rhythmus, man hört irgendwie, ja, das ist auch Flöte dabei, aber dadurch, dass die so im Kreis fliegt, merkt man, ach, so ein Rhythmus hat die, das ist ja verrückt. Und das ist wie so ein Sezieren von so einem Gesamtkörper. Das ist schon echt spannend. Oder wir beleuchten. Also wir beleuchten das jetzt mal anders, dieses Stück. Ja? Wir modulieren ja nicht. Also das bleibt ja bei der Musik so, wie sie. Ja. Wir benutzen ja die Aufnahme vom Orchester, was am gleichen Abend spielt. Und wir legen das noch so ein bisschen anders an. Um es anders zu beleuchten. Um einfach das Hörvermögen noch mal zu erweitern, so würde ich es nennen. Ja, ja. Warum soll man das nicht machen? Also natürlich, ja. Klar. Ja, Klaus, ich danke dir für das Gespräch. Na, gerne, gerne. Wir müssen noch das ganze Projekt fertig machen. Ja, genau, wir müssen es jetzt noch fertig machen. Okay. Aber da freue ich mich drauf, jetzt mal so richtig das so zu programmieren. Ja. Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.